Im heutigen Schreibvideo schauen wir uns den kleinen Prinzen im 1v1 gegen jede einzelne Karte in Clash Royale an. Auf jeden Fall auch gerne das Originalvideo in der Beschreibung vorbeischauen. Ist von einem sehr, sehr geilen YouTuber. Nee, kleiner Spaß. Ich habe das auf dem Englischkanal gemacht und wollte das jetzt noch ein bisschen mehr mit Kontext auf den Deutschkanal machen, wo ich das noch ein bisschen kommentiere, weil es extrem gut angekommen ist. Vielleicht ein paar von euch auf diesem Kanal noch nicht gesehen haben. Es geht einfach nur darum, dass ihr dann hier die Interaktion seht von dem kleinen Prinzen gegen jede einzelne Karte, um zu sehen, wie gut die Karte wirklich ist, welche Karte vielleicht sie unter Probleme setzt und welche nicht. Ihr seht es jetzt hier gegen den Giant direkt zum Anfang. Gegen Beatdown ist sie natürlich unfassbar stark. Gegen A-Giant, gegen Giant, gegen Goblin-Giant. Ist einfach krass, wie unfassbar OP dieser Knockback ist. Hier seht ihr jetzt hier nochmal gegen den Mini-Packer zum Beispiel. Gegen Mini-Packer auch unfassbar stark. Komplett gecountert. Gleichzeitig hat der Guardian, beziehungsweise die Guardianne, das ist eine Frau auf jeden Fall, hat auf jeden Fall hier immer noch Full Life. Hier gegen den Ritter nicht ganz. Kobolde ist natürlich immer schwierig sozusagen, wo man sie jetzt hier platziert. Aber generell Kobold ist auch eine Karte, die wirklich keine Probleme macht für die, weil halt die Karte unfassbar gut ist gegen Spam. Und das ist das, was diese Karte auszeichnet. Außerdem diese Range ist absolut geistkrank. Ihr seht jetzt hier die Musketieren. Selbst die Musketieren wird absolut geschreddet so. Klar, Minions machen einen relativ okayen Job, chippen sie ganz gut down. Aber overall wird sie da auch nicht unter Probleme gestellt. Auf jeden Fall finde ich dieses Video einfach sehr, sehr geil. Ich kenne ja dieses Meme, wo man sich selbst eine Medaille dingst. Das habe ich gerade das Gefühl. Nee, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich einfach damit auch ein gutes Verständnis bekomme, welche Karte wirklich gut ist gegen den Little Prinzen und welche nicht. Und ich kann euch so wohl sagen, der Little Prince performt wirklich gegen jede einzelne Karte. Ein, zwei Karten habe ich weggelassen, zum Beispiel Elite Barbaren und so, weil die einfach ähnlich sind wie andere Karten. Aber sonst ist jede einzelne Karte dabei hier in diesem Video. Also fast jede Karte gegen Speargoms macht sie einen guten Job, aber auch beziehungsweise eher einen guten Job. Aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Speargoms nicht gewonshot werden. Das fand ich sehr, sehr interessant. Jetzt sehen wir zum Beispiel den Tombstone. Wir nehmen jetzt einfach die Ability gleich drauf. Gegen Tombstone hat er wirklich auf jeden Fall einen Vorteil. Du kannst, wenn der Tombstone in diesem Placement ist, kannst du den Little Prinzen an die vorne, an die Brücke spielen, ähnlich wie zum Beispiel Magic Archer, und kannst den Tombstone in diesem Placement absnipen, was absolut verrückt ist. So, Bomber wird jetzt hier geschweddet, kriegt trotzdem natürlich einen Hit raus. So schnell kannst du nicht reagieren, um ihn zu beschützen. Aber die Valkyrie, all diese Karten, Ritter, Valkyrie, Skelly King, all diese Karten werden komplett geschweddet und ich bin einfach unfassbar gespannt. Ich nehme dieses Video gerade auf, nachdem ich von Goblin Giant Sparky und von Rekruten gebumst wurde. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr geil zu sehen, dass diese Karte am Montag unfassbar stark sein wird. Und natürlich werde ich euch dazu natürlich direkt die besten Decks in Clash Royale vorstellen. Fernturm ist nicht, oder die, der kleine Prinz ist nicht in der Lage, den Fernturm zu outrangen in solchen Situationen. Das heißt, du musst natürlich schnell reagieren, um den kleinen Prinzen vor dem, oder beziehungsweise den Guardian vor den kleinen Prinzen zu bekommen, damit er für den Fernturm tankt. Aber ich würde sagen, Fernturm ist mit das beste Gebäude gegen den kleinen Prinzen. So, Bombenturm, klar, auch solide, aber da kriegt man halt immer ganz gut den Dings davor, den Guardian, weil der Bomb halt nicht so viel Damage macht. Magier, surprisingly, extrem solide hier, wie ihr jetzt hier sehen könnt, killt auch die kleinen Prinzen komplett, einfach weil der Magier relativ viel Leben hat und relativ viel Damage macht. Aber Magier Over natürlich keine gute Karte. Seht ihr, rechts reagiert und es wird jetzt hier weggetankt. Kanone wird einfach easily outranged, wie zum Beispiel ja auch der Tombstone. Wir, auch wenn ich angreife, Bats werden natürlich alle gewone-shot, ist relativ wichtig zu erwähnen, aber das denke ich, das war den meisten von euch schon klar. Schweinereiter kann man flawless mit dem kleinen Prinzen verteidigen, wenn man ihn richtig timet, ist absolut geisteskrank. Der Royal Giant, den kann man auch flawless verteidigen, wenn du es richtig timest, und das für mich ist wirklich ein absoluter Skandal. Ich finde diesen Pushback-Effekt, ich glaube persönlich, das ist das erste, was genervt wird, der Pushback-Effekt ist geisteskrank. Und ja, ich muss euch sagen, gegen Roylocks ist die Karte auch wirklich sehr, sehr OP. Roylocks kriegt fast gar keinen Damage und gleichzeitig hast du noch einen Counterbush. Prinz muss natürlich immer rechtzeitig die Ability-Timing hinbekommen, ist manchmal nicht so einfach. Aber seht jetzt hier, der Guardian hat immer noch ein bisschen Leben. Darkwoods, genau das gleiche. Darkwoods ist sogar noch ein bisschen chilliger, weil, ja, das ist einfach so, dieser Effekt, dieses Knockbacken finde ich einfach unfassbar geisteskrank. Hier auch gegen den Packer macht hier einen wirklich sehr soliden Job. Die Ability kommt jetzt hier rein. Und der Packer, klar, der Packer macht jetzt hier einen guten Job, aber gleichzeitig überlebt natürlich noch der kleine Prinz und der Garn hat ein bisschen Leben. Bogenschützen werden hier einigermaßen weggeschüttet. Wie gesagt, ist ein Spam-Unit, wird auch komplett gewone-shotted vom Charge. Finde ich persönlich etwas OP. Rescue ist natürlich auch eine Karte. Viele sagen, Rescue ist vielleicht nervig, Goblin Gang. Müsst keine Angst mehr davon haben. Der Guardian wird alles aufcleanen und ich bin wirklich gespannt und gehypt auf die neue Karte. Wie gesagt, Montag werde ich euch direkt das nächste Deck vorstellen. Ich werde auch den ganzen Tag streamen, auch auf YouTube. Da natürlich hier gerne auch ein Abonnement auf diesem YouTube-Kanal dalassen. Würde mich sehr, sehr krass freuen. Und ihr seht jetzt hier, es ist auf jeden Fall hier direkt ein sehr, sehr guter Job, der hier gemacht wird.
gegen den Golem. Golem kriege ich gar keinen Damage. Kann man, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser timen. Habe ich in diesem Fall nicht hinbekommen. Wie gesagt, das Video war auf jeden Fall auch sehr, sehr aufwendig. Deswegen auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich benutze meinen eigenen Content hier. Aber war wirklich ein sehr, sehr aufwendiges Video. Sehr, sehr cool. Die Kommentare waren meistens sehr, sehr positiv. Ist einfach ein Video, wo ich dachte, dass es vielleicht auf dem deutschen Kanal auch mal gut ankommen könnte, weil viele Leute von euch das vielleicht nicht gesehen haben und es vielleicht euch interessieren. Drei Musketiere machen ja wirklich einen guten Job, weil sie einfach in der Lage sind, die zu outrangen. Musketieren-Range ist wirklich sehr, sehr nervig oder sehr, sehr schwierig. Natürlich der Instant-Damage, der da rauskommt, vergegen zu dem Magier zum Beispiel, der nicht so eine weite Reichweite hat. Aber dieses G-Scaly auch. G-Scaly, denkt man, ist eine ganz okaye Karte. An sich kann man das auch sagen so, aber ja, ich meine, die Bombe one-shot den nicht mal so. Die Bombe macht halt nicht mal so was Krasses. Also ich weiß nicht, der Baby Dragon, der wird relativ krass geschnetzelt, weil natürlich der kleine Prinz, ich will mal die sagen, weil der kleine Prinz natürlich da immer gammelt auf einem Feld und desto länger er da ist, desto mehr Damage macht er. Gleichzeitig, was noch wichtig zu erwähnen ist, was ich noch sagen wollte, du kannst natürlich auch die Ability bzw. den Schaden von dem kleinen Prinzen resetten mit Log, Zap, Freeze und so weiter. Das heißt, wenn der kleine Prinz natürlich seinen maximalen Damage gemacht hat, wenn er auf einem Feld steht, dann könnt ihr den resetten oder seid in der Lage, ihn zu resetten mit einem Holz, Zap und so weiter. Gleichzeitig haben ein paar Leute gefragt, wie es ist mit dem Wonk, ob du dann irgendwie den Guardian auch zurückdingsen kannst. Nee, so ist es nicht. Den Guardian kannst du nicht zurückbumsen. Wäre auch ein bisschen zu OP, meiner Meinung nach. Aber Monk generell ist mit Abstand der beste Champion im 1v1, weil Champion Monk, ähnlich wie gegen die Archer Queen, unfassbar effektiv ist. Das heißt, wenn ihr den Little Prince nicht spielt und ihr spielt viel gegen den, was natürlich sein könnte, wie gesagt, jeder wird ihn for free bekommen, ab Arena 11, aber natürlich muss ich ihn auch mal auf dem Level haben, dann würde ich euch empfehlen, den Monk zu spielen, falls ihr ihn habt, weil der Monk im 1v1 die einzige Champion ist, der wirklich eine Chance hat. Der Rest sackt komplett rein. So. Kleiner Prinz kommt davor. Hier spielen wir jetzt wieder den kleinen Prinzen, zünden instant die Ability. Und das geht auf jeden Fall klar. Sehr, 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 sehr gute Value hier. Und jetzt sehen wir hier, ja, das Ding ist, gegen die ganzen Spam-Karten ist es relativ immer das Gleiche. Es wird immer alles komplett geschreddert. Jetzt seht ihr es hier wieder. Kleiner Prinz kommt rein. Kleiner Prinz wird gezündet. Kleiner Prinz nudelt die ganzen Guards. Kein Damage kassiert gegen X-Bung. Also, wenn ihr X-Bung-Hater seid, wenn ihr Team Big Spin seid, wenn ihr Team Kobold-Kostüm seid, ist es wirklich absolut geisteskrank. Guckt es euch an. Bro, keine Karte. Auch wieder zurückgebackt. Egal, alles wird zurückgenockt. Dadurch ist die Kanone jetzt hier auf den Guardian gefokust und nicht mal auf den kleinen Prinzen. Geistkanone. Und gegen Sparky, guckt sich an. Klar, ihr müsst rechtzeitig reagieren, aber wie satisfying wird das sein gegen einen Goblin Giant Sparky Push? Ich habe Bock. So, 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 so geil. Elixier Golem wird komplett weggeschreddert. Das Ding ist, da könnt ihr es natürlich auch etwas später timen, sozusagen, dass nicht der Main-Golem, also der fette Elixier-Golem zurückgenommen wird, sondern die kleinen und letztendlich Damage kassieren. Dann würde man das, glaube ich, auch fast flawless verteidigen können. Jetzt kriegt er ein bisschen Damage, aber overall würde ich sagen, dass es trotzdem fast flawless verteidigen kann. So, nächste Karte hier, Fischer. Ich muss sagen, Fischer ist ein bisschen komisch und ein bisschen nervig hier. Wenn ihr ihn rechtzeitig spielt, seht ihr es jetzt hier, ist der Fischer wirklich sehr, sehr effektiv. Dürft ihr halt nicht poolen lassen, aber so ähnlich war es zum Beispiel bei der Archer Queen ja auch, ne? Wenn du da nicht rechtzeitig die Ability bekommen hast, dann kracht's. Aber ich muss wirklich sagen, die Karte gibt mir wirklich, also sie ist wirklich ähnlich wie die Archer Queen in so vielen Szenarien. Also diese Interaktion mit diesem Mega-Ritter, die finde ich auch immer noch weird, dass du einfach in der Luft den Mega-Ritter zurücknudeln kannst, das werde ich nicht verstehen, aber es ist die Wahrheit und es passiert so. Ghost, muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr solide, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn du es halt richtig sindest, okay, no, um ehrlich zu sein, macht es einfach keinen Unterschied, ob es ein Ghost oder ein Knight ist. Firecracker wird geone-shottet, finde ich auf jeden Fall interessant in der Situation da. Lavon, kannst du flawless verteidigen, da geht es aber um das richtige Timing. Wie du ihn spielst, was du spielst. Beziehungsweise kannst du so spielen oder ihn so timen, die Ability, dass die Ability dafür den Dings tankt, für die Lava-Pups natürlich überlebt, eher. Aber hat jetzt hier nicht so gut funktioniert. Ich bin auch leicht finished. So, Agent kommt rein. Agent ist einfach instant. Digga, dieser Knockback, Leute. Ihr müsst euch überlegen, dieser Knockback ist zu geisteskrank. Ihr könnt den Agent hier flawlessly fangen. Ihr seht jetzt hier auch, dass der kleine Prinz hier resettet wird. Die Ability, das ist ganz, ganz wichtig. Auch von dem Agent natürlich. Hier, Skeleton King wird komplett weggeschreddet. Selbst wenn er da zum Beispiel mehr Skellies hätte beim Aufladen, wäre es komplett egal gewesen. Bandit natürlich etwas nervig, muss ich sagen. Kommt natürlich doch mal drauf an, ne, was du da wie du das machst. Der Inferno Dragon wird im 1v1 geschnetzelt, sobald er Inferno Dragon natürlich in deiner Hälfte ist. Sonst ist der Inferno Dragon eine relativ gute Antwort. Hab's jetzt auch gesehen, war relativ knapp. So, Ballon wird komplett gecountert. Natürlich. Und dann seht ihr jetzt auch hier, weil der Damage sich natürlich stackt. Aber ein Zap kann dafür sorgen, dass er vielleicht einen kleinen Hit bekommt. Ähnlich wie bei einem Inferno Dragon, würde ich sagen, ist die Interaktion. Jetzt könnt ihr sehen, der Magic Archer wird komplett genudelt. Wieso wird gar nicht genudelt? Okay, Magic Archer hat hier einen guten Job gemacht. Okay, hab ich falsche Erinnerung gehabt. Okay. So, der Golden Knight, das ist immer ganz lustig, weil der Golden Knight wird jetzt einfach irgendwie, kam was er da macht, er dasht, mit dem Dash zurückgeschleudert. Also ich muss wirklich sagen, Mega-Retter und Golden Knight fühlt sich bei sehr komisch an. Executioner
macht hier einen sehr guten Job. Kommt natürlich immer auf den Winkel drauf an, aber Executioner ist wirklich eine sehr, sehr krasse Karte. Also entweder ihr wollt die Truppe direkt drauf spielen, mit zum Beispiel Packer und so. Es geht halt viel um Predictions, ne? Ob der Gegner jetzt in der Lage ist zu predikten, dass da jetzt irgendwas kommt. Zum Beispiel sagen wir es mal, normal spielst du da Kobolde drauf und du prediktest einfach die Ability. Du hast in letzter Sekunde genug Elixier für die Ability. Das wird viel entscheiden. Ich sehe da auch schon im Pro-Player-Play, dass da Leute das Game deswegen gewinnen wegen der Ability, weil sie in der letzten Sekunde die bekommen. Aber sie jetzt hier die Mighty Miner Bombe bringt gefühlt gar nichts, weil die Mighty Miner zurückgebusst wird. Jetzt seht ihr, was mit der Queen passiert. Das ist natürlich interessant. Stirbt jetzt hier, oder Queen macht einen relativ guten Job. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie schnell du die Ability hinbekommst. Also die Ability braucht etwas länger als die anderen. Und jetzt seht ihr, was jetzt gegen den Monk ist. Der Damage von dem Kollegen erhöht sich. Der wird nicht zurückgeschleudert. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, weil der Monk überlebt jetzt hier oder killt erstmal den kleinen Prinzen und killt jetzt noch den Guardian, hat noch ein bisschen Leben und damit sieht man overall, was so die guten Karten sind. Hier sieht ihr jetzt nochmal Mirror-Matchup und ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich interessant. Also Monk wird mit Abstand der beste Champion sein gegen den kleinen Prinzen. Wenn ihr den kleinen Prinzen selbst nicht habt, lasst auf jeden Fall hier einen kostenlosen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Prinzen hält, ob er wirklich so OP sein wird. Klar, es ist natürlich immer nur jetzt hier getestet. Okay, Big Spin, danke dir. Ist natürlich jetzt hier alles in-game getestet. Ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig so, wie es auslaufen wird. Ist nur so einen kleinen Überblick zu bekommen. Da bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung sehr gespannt. Wie gesagt, Kanal gerne abonnieren. Morgen gibt es den besten Deck für den kleinen Prinzen. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Danke fürs Anschauen und ciao.